Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. 24 Stunden bevor endlich das erste Event in Season 5 startet, wurden die offiziellen Patch Notes veröffentlicht und wir können uns sicher sein, dieser Patch hat's in sich. Ich denke, es wird das größte Update außerhalb eines Season-Wechsels sein, den wir jemals in Apex Legends bekommen haben. Damit ihr einfach mal wisst, was inhaltlich hier auf uns zukommt. Ich halte nur mal grob hier meine Stichpunkte in die Kamera. Das ist der absolute Wahnsinn. Hauptsächlich geht's, ich würde sagen, zu 80% geht's ja tatsächlich um Legenden, Buffs, Nerfs, Veränderungen. Hast du nicht gesehen? Am schwerwiegendsten trifft es Lifeline, Wraith, Octane. Bis auf Pathfinder, Bloodhound und Bangalore werden auch alle anderen Legenden etwas verändert. Auch nicht zu wenig, aber nicht so krass wie die drei, die ich gerade genannt habe. Dann gibt es noch einen Havoc-Nerf. Endlich. Der ist bitter nötig. An der Zipline wird ein bisschen was verändert, an der Handhabung. Die ersten Sätze möchte ich aber zu den Besonderheiten des Events verlieren, was genau da so besonders ist und eine Besonderheit am Kryptospot, aber das wirklich nur in wenigen Sätzen. Das soweit zum Inhalt, damit ihr schon mal grob Bescheid wisst, um was es geht. Vorab wie immer dem Video schon mal einen Daumen nach oben da lassen, Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt und nochmals den Shoutout in eigener Sache für die ca. 40%, die regelmäßig einschalten, aber nicht abonniert haben. Ihr würdet mir damit sehr, sehr helfen, den Kanal noch erfolgreicher zu machen. Das war's von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß jetzt bei den Patch Notes. Die Besonderheiten des Events ganz kurz und knapp. Armed and Dangerous ist bekannt. Nur Shotgun, nur Sniper, nur auf dem Kings Canyon, das ist auch klar. Wir starten sofort ausgerüstet mit einer Mosambik und einem Evo-Shield. Wir finden keine anderen Schilder, keine Respawn-Punkte auf der gesamten Map und wir starten sofort im Inventar, jeder mit einem mobilen Respawn-Beacon. Das neue Item, was dann jetzt erstmal getestet wird. Ich bin gespannt, ob es nach dem Event wie das Evo-Shield auch ins Spiel finden wird. Natürlich fällt es nicht weg, dass wir die Marke unseres Toten-Teammates natürlich aufheben müssen, damit wir ihn respawnen können. Das ist natürlich völlig logisch. Und die Besonderheit beim Krypto-Spot. Es gibt inmitten dieses Spots ein riesen Hologramm vom gesamten Kings Canyon. Das Hologramm können wir mit einem Schalter aktivieren. Das funktioniert dann wie eine Art Scan wie beim Bloodhound. Zeigt die nächste Ring-Location und das ist das Besondere, die gesamten Standorte der gegnerischen Feinde, was sehr, sehr interessant ist. Wir fangen mit den Legenden an und hier trifft es Lifeline gleich mal richtig heftig, denn jeder, der Lifeline nur deswegen genommen hat, weil sie sich schneller heilen kann, das ist Geschichte, das ist heftig. Ich war ein bisschen schockiert, als ich das gelesen habe. Das war die passive Fähigkeit vorher, man konnte sich mit Schildzellen und Medikits und so weiter schneller heilen. Das wird jetzt ersetzt, wir kennen es schon aus dem Trailer, wir können jetzt ein Teammate, der gedownt ist, hochheben mit dieser Drohnenanimation und dem Schutzschild, was sich wie immer aufbaut. Nur können wir diese Geschichte jetzt verlassen. Der Teammate holt sich selber hoch. Wir können zum Beispiel einen Gegner pushen, der vielleicht gerade in unsere Position rennt. Oder wir können ein zweites Teammate, was vielleicht gedownt ist, ebenfalls aufheben. Ob da dieselbe Animation aufgebaut wird mit der Heildrohne und dem Schutzschild, stand in den Patch Notes nicht. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Des Weiteren wurde die Cooldown-Zeit der Heildrohne von 60 auf 45 Sekunden reduziert. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass die echt 60 Sekunden braucht. Und bei dem Ulti, bei dem Care-Package, sollte es jetzt so sein, dass dort Heil-Items wie zum Beispiel eine Schildzelle drin zu finden sind. Dann sind das jetzt dreimal so viele Heil-Items. Oder sollten zum Beispiel Aufsätze wie ein Schädelspalter oder ein Barrel Stabilizer drin sein, dann sind das eben zweimal so viele Aufsätze und auch die Wahrscheinlichkeit, ein lila Körperschild darin zu finden, sollen wohl gleich bleiben. Jetzt kommt der Octane dran. Interessante Veränderungen. Die Steam-Aktivierung hat jetzt keine Bewegungsverzögerung mehr. Das heißt, wir hauen uns das rein und es geht sofort los. Es dauert nicht erst, bis es aktiviert ist und er rennt dann los. Weitere Veränderung, wir können, während wir mit dieser Spritze aktiviert, nochmals 10% schneller rennen, als wir es vorher mit der Spritze eh schon konnten. Absolut interessant, sie wollten Octane noch ein bisschen schneller machen, weil es eben die schnellste Legende ist. Dann gibt es
die Möglichkeit, ich dachte eigentlich, dass das vorher schon der Fall war, wir können, wenn wir die Steam-Injektion uns reinhauen, Verlangsamungseffekte, wie zum Beispiel das Caustic-Gas, den Rauch oder feindlichen Beschuss, damit können wir den Verlangsamungseffekt deaktivieren und können uns aus der brenzlichen Situation befreien. Und für das Jump-Pad eine richtig interessante Veränderung. Wenn wir das Jump-Pad benutzen, können wir, wenn wir ungefähr auf mittlere Höhe sind, einen Doppelsprung ansetzen, um so entweder die Richtung zu korrigieren oder einfach die Richtung im Sprung, die Flugrichtung zu verändern. Kommen wir zum Revenant und da hat es so einiges in sich. Bei den ersten beiden weiß ich nur nicht so richtig zu interpretieren, weil wir wissen ja, wenn wir die taktische Fähigkeit von Revenant abbekommen, können wir sämtliche Fähigkeiten für 20 Sekunden nicht mehr einsetzen. Es wird geschrieben, dass die taktische Fähigkeit den Grappling Hook vom Pathfinder während des Grapples deaktiviert. Ich gehe davon aus, wenn der Grappling Hook schon in der Wand steckt, dann sind wir ja mittendrin, dann wird das wahrscheinlich mittendrin auch unterbrochen. Aber trifft da mal einen Pathfinder. Also das wäre eine Kunst. Dann soll es die Unsichtbarkeit vor der Aktivierung bei Wraith deaktivieren. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil wenn ich die taktische Fähigkeit abbekomme, kann ich es doch sowieso nicht aktivieren. Ich gehe mal davon aus, wenn wir diese Animation, die ein bisschen länger dauert, bevor wir unsichtbar werden, in dieser Zeit wird dann die Unsichtbarkeit geblockt. Das ist zumindest meine Interpretation. Dann werden sämtliche Unsichtbarkeitsfähigkeiten von Mirage geblockt. Wir können auch die Kontrolle über einen Doppelgänger, den wir schon losgeschickt haben, nicht mehr übernehmen. Und die taktische Fähigkeit verhindert auch die Lifeline-Kampfwiederbelebung, quasi neue passive Fähigkeit. Wenn wir es gerade abbekommen, heben wir quasi ein Teammate nur ganz normal hoch. Und jetzt kommt der absolute Wahnsinn, was die Ulti betrifft. Der Totem, wir kennen das, wir haben nur einen bestimmten Radius, in dem wir uns bewegen können, sonst wird es deaktiviert, wenn wir rauslaufen. Der Radius wurde komplett entfernt. Wir müssen nur noch auf den Counter achten, bis das Totem wieder deaktiviert ist. Wir können quasi so weit laufen, wie wir wollen. Echt heftige Veränderung. Kommen wir zum Krypto, kurz und knapp. Die Aktivierung seiner Drohne dauert jetzt 1,5 Sekunden statt 2,5 Sekunden. Und der Ulti, also quasi sein EMP, kann jetzt den Watson-Mast, also die ultimative Fähigkeit von Watson, deaktivieren. Jetzt ist Loba dran, ihr Teleport kann nicht mehr von einem Watson-Mast abgebrochen werden, wie zum Beispiel eine Granate. Wussten viele vorher gar nicht, wurde jetzt geändert. Ultimative Fähigkeit, der Black Market. Ihr könnt jetzt nur noch ein einziges Stack Munition aus dem Black Market ziehen. Also ihr könnt zwar theoretisch zwei Plätze aktivieren, aber früher war es so, habt ihr ein Stack zum Beispiel schwere Munition rausgeholt und habt in eurem Inventar aber noch, ich sag mal, ein angefangenes Stack, wo vielleicht noch 8 Schussschwere drin waren, dann wurde dieses komplett aufgefüllt und ihr habt noch ein zusätzliches Stack oben drauf bekommen. Jetzt wird das eine nicht mehr aufgefüllt, ihr bekommt einfach nur ein komplettes Stack, könnt natürlich noch ein zweites für den zweiten Slot aktivieren, was aber absolute Verschwendung wäre. Und der ultimative Beschleuniger füllt jetzt 20 statt 17,5% eurer ultimativen Fertigkeitsleiste. Als nächstes ist der Mirage dran. Die erste Seite ist übrigens geschafft. Ihr solltet aber dranbleiben, bei Wraith wird es nämlich echt mega interessant. Kommen wir jetzt aber erstmal zu Mirage. Was haben wir hier? Hältst du die Taktik-Taste gedrückt, das quasi, wenn ihr den Doppelgänger rausschmeißt, haltet ihr es gedrückt, wird es einem so einfacher gemacht, wenn ihr zu einem späteren Zeitpunkt die Taste wieder loslasst, übernehmt ihr sofort automatisch die Kontrolle für den Doppelgänger. Ich weiß zwar nicht, was, wozu, habe ich zwar nicht so ganz verstanden, so interessant ist es jetzt nicht. Jetzt soll es auch so sein, dass die Doppelgänger, das könnte ein Übersetzungsfehler sein, entweder wenn ihr schießt, sagen die Doppelgänger was, oder wenn sie beschossen werden. Das Ding ist, wenn einer beschossen wird, verschwindet er ja sofort. Also da bin ich mal gespannt auf die Umsetzung, was es tatsächlich bedeutet. So, die Unsichtbarkeit, und hier ist auch unklar, ob das Feinde oder nur Teammates betrifft. Die Unsichtbarkeit wird aufgehoben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Teammate aufhebt und ihr seid beide unsichtbar, wird diese Unsichtbarkeit für alle Spieler wohl angeblich, die sich in einem Radius unter 5 Meter in eurer Nähe befinden, deaktiviert und ihr seid sichtbar. Und da bin ich halt gespannt, ob das eben auch Feinde betrifft oder nur Teammates. Das wird eben nicht geschrieben. Und beim Skydive, wenn ihr aus dem Jumpship fliegt,
und ihr den Doppelgänger aktiviert, erzeugt das ein Doppelgänger vom gesamten Squad. Es sei denn, einer von euch hat sich schon vom Team getrennt, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht mehr oder nur noch, wenn zwei zeitgleich unterwegs sind, die von dem Jumpmaster gesteuert werden. Als nächstes ist Gibby und Caustic dran. Beim Gibraltar, die Schnellheilung unter der Kuppel wurde von 25% auf 15% schnellere Heilung unter der Kuppel reduziert. Und beim Caustic, die feindlichen Gasfallen, wenn sie gerade geworfen werden, können wir diese Gasfalle schon abschießen, bevor sich dieser Ballon, sag ich mal, komplett aufgeblasen hat. Sollte er dann komplett aufgeblasen sein, können wir ihn nicht mehr deaktivieren bzw. nur auf den Standfuß schießen. Vorher aber, wenn wir das Teil treffen, wird das Teil gar nicht erst aufgebaut und es tritt auch kein Gas aus. Watsons ultimative Fähigkeit wurde ebenfalls verändert. Der hielt ja früher unendlich lang, es sei denn, er wurde abgeschossen. Der Watson-Mast hält jetzt nur noch 90 Sekunden. Ihr bekommt aber visuelles Feedback, in dem um den Mast ein kleiner Counter läuft. Ihr könnt maximal zeitgleich 3 Maste aufstellen, bevor sie deaktiviert sind. Und wir können jetzt 2 ultimative Beschleuniger im Inventar bei Watson stapeln. Jetzt kommen wir zu Wraith und die hat es in sich, würde ich sagen. Die ersten beiden Sachen sind zwar eher ein Nerf und danach wird es aber sehr, sehr interessant. Fangen wir direkt mal an. Die Aktivierung der Unsichtbarkeit dauerte vorher 0,4 Sekunden. Die Animation, bis sie dann unsichtbar wird, dauert dann jetzt 1,25 Sekunden. Während der Aktivierung, bis sie dann unsichtbar ist, können wir uns nur 20% langsamer bewegen. Das sind die ersten beiden Nerfs. Jetzt wird es aber zum Positiven extrem interessant. Während der Unsichtbarkeit können wir uns 30% schneller bewegen. Die Unsichtbarkeit hält jetzt keine 3, sondern 4 Sekunden. Wir können, und das ist der absolute Wahnsinn, wir können in der Unsichtbarkeit jetzt sämtliche Leute sehen, wir können unsere Teammates sehen, wir können unsere Feinde sehen. Die Cooldown-Zeit der Unsichtbarkeit wurde von 35 Sekunden auf 25 Sekunden reduziert. Begrüßenswerte Änderung. Und ein letzter kleiner Nerf, der aber vielleicht nicht ganz so dramatisch ist. Die Entfernung zwischen zwei Portalen, quasi die ultimative Fähigkeit, wurde um 25% reduziert. Das zu Wraith. Hier bin ich auch extrem auf eure Meinung gespannt. Das waren jetzt alle Legenden. Jetzt kommen wir zur Havoc. Der Rückstoß der Havoc wurde nochmal stark erhöht. Es geht um die allerersten 3 Schuss, die jetzt horizontal sich wohl stark nach rechts bewegen, um die Waffe noch schwerer zu kontrollieren. Und die Magazingröße wurde von 32 auf 28 reduziert. Und ich denke, damit sollte bei der Havoc in Sachen Nerfs eigentlich genug getan sein. Kommen wir zur Sentinel. Das sind übrigens die beiden einzigen Waffen, um die es hier heute geht. Die Sentinel, die Einzelschussfrequenz zwischen den einzelnen Schüssen, bevor das Magazin komplett leer ist, wurde reduziert von 1,75 auf 1,6 Sekunden. Jetzt befinden wir uns im Trainingsgelände, denn es wird etwas an der Zipline Handhabung verändert, sage ich mal. Ihr kennt bestimmt alle mittlerweile diesen Trick, der ja gar nicht mehr so unbekannt ist. Habe ich letztens erst in einem Tipps und Tricks Video genannt. Wir können hier die ganze Zeit die Aktivierungstaste der Zipline gedrückt lassen, springen die ganze Zeit wie wild hin und her, damit wir extrem schwer nur von einem Gegner getroffen werden. Ich glaube, damit hat es jetzt so gut wie auch ein Ende, denn das Greifen einer Zipline ohne den Boden zu berühren, wird jetzt eine Cooldown-Zeit hinzugefügt. Wer nicht weiß, was ich meine, wir greifen quasi die Zipline und springen jetzt das allererste Mal, einfach um einem gegnerischen Schuss auszuweichen. Wenn wir ein zweites Mal zugreifen, ohne den Boden zu berühren, gibt es jetzt eine Cooldown-Zeit. Das heißt vielleicht, was weiß ich, 0,1 Sekunden, bis wir wieder die Zipline greifen können. Und das können wir irgendwann so oft machen. Quasi wird die Cooldown-Zeit gestapelt. Und irgendwann haben wir die Zipline so oft verlassen und wieder gegriffen, bis wir sie nicht mehr greifen können, weil die Cooldown-Zeit zu hoch ist. Die Cooldown-Zeit wird auf 0 zurückgesetzt, wenn wir den Boden wieder berühren. Das heißt, es geht wirklich nur um die Cooldown-Zeit. Wenn wir mehrmals springen, so wie ich das jetzt mache, können wir das vielleicht maximal 3-4 Mal machen, um Schüssen auszuweichen. Danach ist Sense, danach ist die Cooldown-Zeit so hoch, dass wir die Zipline einfach nicht mehr greifen können. Keine schlechte Änderung, wie ich finde.
Jetzt haben wir noch drei kleinere Quality of Life Veränderungen. Wir können in Zukunft Teammate Gasfallen anpingen. Wir bekommen eine extra Lebensanzeige, sobald wir in der Schattenform vom Revenant Ulti bzw. von dem Totem halt sind. Da gibt es dann eine extra Lebensanzeige, bis der Totem wieder deaktiviert ist. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Und da weiß ich nicht, wie man es richtig interpretiert. Und zwar geht es um die Map-Rotation. Da stand, die Map-Rotation ist jetzt zu beiden Teilen gleich. Ich nehme an, wenn wir jetzt anderthalb Stunden den World's Edge haben wir als nächstes auch anderthalb Stunden King's Canyon und das dann wahrscheinlich die ganze Zeit, auch wenn ich erfreut davon wäre, wenn die Rotation endlich komplett rausfliegt und wir endlich die Map frei wählen können. Das war es soweit zu allen Patch Notes. Ich bin jetzt wirklich auf eure Kommentare gespannt, was ihr von den Änderungen haltet. Seid ihr damit zufrieden? Findet ihr es zu krass, zu wenig, zu absolut keine Ahnung was? Ich lasse mich überraschen. Lasst wie immer dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, ich hoffe, ihr habt es bis zum Schluss durchgehalten, würde ich mich sehr drüber freuen. Und für alle, die jetzt zeitnah dieses Video gucken, zwischen 17 und 18 Uhr, heute am Dienstag, starte ich den Livestream ins neue Event. Ich hoffe, da schaltet ihr auch rein. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.